weiß ja nicht, ob das überhaupt geht, ob YouTube da überhaupt eine Restlinie hat, dass du irgendwie, ja, wenn sich jemand, angenommen, irgendjemand erstellt einen YouTube-Kanal, mhm, und dann steht Namen vorgeben. Das heißt, wenn du da Gronkh eingibst, mhm, dann kannst du Gronkh auch benutzen. Da zeigt es nicht an, dass Gronkh es schon gibt. Das heißt, im Prinzip ist es ja erlaubt. Im Prinzip ist es erlaubt. Das Problem ist aber, danach kommen die lustigen Abmahnanwälte. Mhm. Und die gehen auf Markenrecht und da hat YouTube keine. Und wenn du damit Geld verdienst oder in irgendeiner Weise hier irgendwas machst mit deinem Kanal, was in Form in der Nähe von den normalen Gronkh oder sowas ist. Oder du diffamierst ihn, du sagst, Gronkh ist scheiße, Gronkh ist doof, Gronkh hat einen kleinen Pillemann oder whatever. Du glaubst gar nicht, wie schnell der Kanal geschlossen ist. Richtig. Weil du musst bedenken, YouTube ist ein US-amerikanischer Konzern, gehört ja zu Google, ne? Gehört Google, ist Google. Und offen gestanden, die Amis sind ja eh ein bisschen bescheuert, was jetzt so Verklagen angeht. Ja, Jungs, aber ihr seht das extrem hart, ey. Klar. Ich mache ja YouTube schon knapp 2 Jahre und okay. So lange bist du schon dabei? Okay. Ja. Ja. Aha. Das ist halt, ich habe auch mehrere Kanäle gehabt, also das ist... So direkt ist das jetzt nicht, so wie ich euch das wirklich da vorstelle, dass da irgendwer kommt, weil im Video sagt, Gronkh ist scheiße und so. Ich meine, es gibt Videos, da wird Angela Merkel beleidigt. Und das Problem ist, Angelika Merkel zu beleidigen. Ja, aber wir sind ja trotzdem Meinungsfreiheit. Das dürfen wir. Da kann YouTube gar nichts machen. Weil YouTube, wenn das auf deutschen in die EU läuft, dann gehilten die EU-Dinger. Klar, wenn du GEMA-Musik benutzt, dann geht das nicht. Weil das wieder ganz andere Richtung ist. Das hat ja nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das heißt, du klaust dir etwas, was dir nicht gehört. Wo du nicht die Rechte zu hast. Genau. Ja, aber wenn ich jetzt jemand Arschloch im Video sage, dann darf ich das. Warum soll ich das nicht tun? Nein, das Arschloch darfst du nicht. Ja, Arschloch sagen. Ist aber keine direkte Beleidigung. Ist eine Beleidigung. Ja. Du darfst sagen, du findest den nicht gut. Oder du findest es blöd, was er macht. Aber du darfst nicht zu jemandem Arschloch sagen. Das du musst einfach mal, wenn ihr wirklich, Jungs, zieht euch mal Tanzverbot rein, ja? Wenn ihr den Dude anguckt, der hat 150.000 Abonnenten, er flamed, er beleidigt jeden YouTuber, knallhart, er beleidigt Google, er beleidigt YouTube, er beleidigt Twitch, er macht alles und er macht es weiterhin. Er bekommt nichts. Warum? Weil Google mit ihm Geld verdient. Solange du erstens Google Geld verdient. Guck dir doch einfach, beste Beispiel, Katja Krasavich, ja? Jede Thumbnail mit Titten, jeder Titel mit Schwanz, in jedem Video erzählt sie, dass sie Schwänze lutscht, dass sie dort gefickt wurde, da gefickt wurde. Das ist nach der GBs verboten, aber sie wird nicht gesperrt, weil sie halt Geld verdient. YouTube verdient durch sie und das ist halt eben der Punkt. Aber spätestens, wenn ein Abmann-Anwalt dort eingreift, ist... Aber warum sollte ein Anwalt kommen? Die verstößt ja nur gegen YouTube. Das heißt, YouTube müsste von sich dann auch... Wenn sich eine Privatperson dort dran stört, eben, dann ist Feierabend. Ja, ich denke, wir hatten jetzt letztens, das ist in der Presse groß rausgekommen, da ist eine Schülerin zu Sozialstunden verurteilt worden vom Gericht, weil sie namentlich eine Person, oder ich glaube, das war ihr Lehrer gewesen, ja, ich glaube, das war der Lehrer sogar gewesen, namentlich beleidigt hatte. Zwar, ich weiß nicht, was sie gesagt hat, ist ja auch erstmal vollkommen uninteressant, und dafür ist sie verklagt worden. Na, also deswegen... Ja, wenn du ja natürlich volle Namen sagst und alles, dann ist es wieder was anderes. Ja, sorry, aber Gronkh, wir wissen alle, wen wir da reden. Zum Beispiel, ich meine, jetzt als Beispiel gesprochen, ja? Gronkh ist aber nur ein Künstlername, das darfst du nicht vergessen. Gronkh ist ein Künstlername, keine Frage. Aber wenn ich jetzt sagen, angenommen, ich würde jetzt sagen,
Anastasia hat zwar geile Titten, ist aber Saudo, ist aber Strohdorf. Ne? So, und die wird sich daran jetzt anpissen. Gut, die quält sich natürlich nicht, die hat Video ansehen, keine Frage. Dann könnte die auch mir vor die Karre pissen und sagen, pass auf, Junge, das war eine doofe Idee, lösch dieses Video dann nochmal bitte. Und wenn ich dann sag, nö, mache ich nicht, dann wird's teuer. Und unser Kanal wird auf jeden Fall geschlossen. Na, Kanal eher nicht, aber ich werde auf jeden Fall mindestens ein Strike dafür kassieren. Also ich habe das Gefühl, dass du echt so in diesem Strike-Leben bist, ne? Du hast echt... Ja, das Problem ist, dass es halt ziemlich schnell passiert. Eben. Jungs, ihr macht euch da viel zu viel Kopf. Müsst ihr mal ein bisschen gechillt das sehen. Guck mal, wie viele YouTuber es da gibt. Wie Leute andere pranken oder sonstiges. Du musst immer sehen, wo die sitzen. Wenn ich mir ansehe, diese ganzen Pranks. Ja, allein die Pranks. Mhm. Wenn die nicht gegen alles verstoßen, was es überhaupt gibt, ja. Mhm. Aber sie laufen, da wird auch gar nicht, da passiert einfach nichts. Fertig. Das ist einfach so. Du musst immer sehen, wo kein Kläger, da keine Klage. Genau. Aber wenn sich einer dran stört, dann ist es vorbei. Aber jetzt mal, du hast ein gutes Thema gerade angesprochen. Ein anderer YouTuber hat sich damit mal ein bisschen genauer auseinandergesetzt mit diesen Pranks. Glaubst du, dass das alles so echt passiert ist? Nö, also ich sag jetzt mal, 80% ist gefaked, aber es gibt welche, die halt es richtig machen. Und zwar sehr selten, aber auch nicht zu arg Pranks, sondern... Weil man kann abends so sehen, dass es halt... Falls kein Fake ist, zum Beispiel die Prank Bros, die haben am Anfang hatte ich das Gefühl, dass sie halt nicht gefaked haben. Okay, am Anfang. Mittlerweile ja, denkst du dann, Videos, waren ziemlich leer. Aber so ändert sich das halt. Aber die Jungs machen halt mehr Geld als klar. Wobei, ja, man muss auch dazu sagen, so viel macht man jetzt mit YouTube auch nicht. Doch, man macht mit YouTube genug Geld. Ich verdiene selbst mit YouTube. Okay. Ich kann davon leben, obwohl ich nur 45.000 Abonnenten habe. Okay. Es kommt immer darauf an, wie viel dann halt die Werbung auch gucken. Mhm. Wie viel dann auch mit Adblock unterwegs sind. Eben. Das hat immer verschieden, klar. Aber ich mache halt durch meine Serie halt. Ich habe ja eine eigene Kampagne. Das gibt's halt dafür nicht. Das einzige Format, was ich ausgedacht habe, wo es nicht. Du gibst Gaming Music ein, du gibst das ein. Weekend Music war halt meine Idee. Die gab's halt nicht. Dachte ich, komm, ich mach's mal. Und so ist es halt entstanden. Ja, mei, warum auch nicht? Glück gehabt. Und wie lange streamst du dann am Wochenende immer? 48 Stunden immer. An einem Stück? Cool. Ja. Ja, ist halt, man muss sagen, wenn man streamt, ich könnte 24 Stunden am Stück streamen, ja, kein Problem. Vorteil ist halt, wenn man streamt, wenn man macht, wenn ich stream so am Wochenende, nicht mache ich, also wenn es gut läuft, 2.000 bis 3.000 Abos, ja, nur durch den Stream in den zwei Tagen, ja. Läuft mal nicht so gut, machst du aber immerhin 800 bis 1.000, ja. Da kriegst du halt mehr Klicks. Und verdienst halt natürlich auch mehr durch den Stream. Da, wenn du streamst, kannst du auch Anzeigen schalten lassen. Dann, was, ich kann dir mal kurz mal sagen, wie viel ich... Da hatte ich an einem Tag, also nur diesen Live-Ding, 33.604. Ja, und dann musst du halt davon zählen, also gibt es Prozente, wo keiner D-Block hat. Sag ich mal, 90% haben vielleicht einen, aber selbst diese 10%. Halt. Man muss halt immer gucken, wie die Werbung auch wert ist. Das ist halt, weiß ja nicht, was da geschaltet wird, weißt du? Ja, ja, klar. Firmen, die zahlen, was weiß ich, hier pro Klick 10 Cent, da gibt's Firmen, die zahlen nur 2 Cent oder so, ne? Wie man Glück hat. Pro Klick? Ja, pro Klick. Also wenn du dir die halt die Werbung anschaust.
es gibt ja das Regeln. Das heißt, es gibt diese Standardwerbung. Zum Beispiel bei Handys gibt es die gibt 10 Sekunden. Oder die 30 Sekunden, wo du nicht überspringen kannst. Dann gibt es die, wo du überspringen kannst. Die dann halt auch mehrere Minuten teilweise lang sind. Ja, aber das ist scheißegal, wie lang du sie schaust. Solange du sie 30 Sekunden anschaust, verdienst du automatisch. Ab 30 Sekunden war's das. Du kannst danach wegklicken. Super an sich. Zum Beispiel, du würdest dann Geld verdienen. Wie plötzlich die komplette Werbung anzieht, hier verdienst du genauso viel, wenn dann. Da gibt es ja mittlerweile auch Projekte und alles mögliche. Ich dachte eigentlich eher, dass was die hier für die Werbung bezahlen, im 0,-Cent-Bereich liegen pro Werbung. Es gibt halt auch natürlich Werbung, die fast gar nichts wert ist. Ja. Zum Beispiel Ende des Jahres, also mal etwas größer bist, Boston, dann wirst du auch irgendwann Anzeigen schalten. Ja, vielleicht schaltest du sie schon, aber. Nee, ich habe die Monetarisierung abgeschaltet. Ja, aber deine Reichweite lohnt sich das auch jetzt nicht. Halt echt. Man verdient halt in der Zahl, verdient man wirklich nichts, ist ja klar. Ich habe ja selbst angefangen, ich weiß, wie ich angefangen habe, mit 72 Cent im Monat. War halt. Damals, vor 2 Jahren. Und da gibt's halt aber auch halt Firmen, die halt sagen, hier, Ende des Jahres, die haben ja ein Budget. Und ab, lass mich nicht lügen, 8. oder 9. Monat, sagen wir so, Jungs, Kampagne läuft aus, nächstes Jahr machen wir eine neue Kampagne, das heißt, das Budget verbrauchen wir jetzt komplett bis Ende des Jahres. Das heißt, die hauen alles raus, das heißt, angenommen, die haben 2 Millionen, über Ding noch, die hauen die komplett raus, ja? Das heißt, die Einnahmen sind meistens in den letzten 2 Monaten doppelt so hoch. Weil halt die ganzen Firmen das ganze Geld und bereiten halt für das neue Jahr halt vor, weißt? Hauen die halt alles raus, dann halt wie so ein neues Budget für die, ne? Halt dann verdient man halt in den letzten 2 Monaten besonders gut. Das freut natürlich viele. Aber einer, wo, keine Ahnung, schon genug verdient, den interessiert das, weißt? Nur die kleineren YouTuber, die freuen sich auf jeden Fall. Und du hast dir jetzt überlegt, mit YouTube durchzustarten oder wie ist das halt so? Nein, das machen wir ehrlich gesagt hauptsächlich just for fun. Also einfach nur so spaßmäßig. Genau. Weil offen gestanden, ich habe einen gut bezahlten Job. Mit dem kann man auch diese ganzen Kosten, die man hier hat, ganz gut damit auch deckeln. Von daher, also ich muss nicht mit YouTube Geld verdienen. Ne, von daher, ich bin damit absolut zufrieden. Ja. Was hat viele Vorteile? Ich muss zum Beispiel private Krankenversicherung und alles selbst sein. Ich muss keine Umsatzsteuer-ID einreichen, ich brauche keine Einkommensteuer bezahlen. Hat aber seine dafür Vorteile. Musst du auch hart arbeiten. Ich dagegen habe den Vorteil, dass ich ausschlafen kann. Du, ich kann auch ausschlafen. Ja, aber ich habe sozusagen 7 Tage die Woche frei. Ich kann sagen, ich arbeite jetzt mal heute 8 Stunden, produziere für die ganze Woche. Dann habe ich die ganze Woche frei. Kann ich machen, was ich will. Das ist halt natürlich der Vorteil. Klar, es klingt jetzt so bescheuert. Ja, ist halt wirklich so. Und das ist, sag ich auch, bei 90% ist es halt. Persönlich, ich produziere halt nicht vor. Ich mag das halt so nicht, weil dann fühle ich, dann denke ich so, ich habe nichts zu tun. Mag ich einfach nicht. Du, kann ich durchaus nachvollziehen. So im Gaming-Bereich ist das schon eine ganz andere Geschichte. Im Gaming-Bereich, denke ich mal, ist das. So ein Gropper? Ne? Aber ich denke mal, dass die Leute, also ich kann mir echt vorstellen, dass sie, die haben, sag ich mal, Leistungsrechner, ja. Die rendern da Videos innerhalb von, was weiß ich, eine halbe Stunde. Und klar, wenn man jetzt so ist, der, was weiß ich, gleichzeitig spielt, dann ist das, ja, und dann bist du seelisch tot. Aber wenn du so einer bist, jetzt sag ich mal die Hände auf Blatt,
der hat zwar auch viel zu tun, aber er hat auch immer Freizeit, weil er spielt zwei Games. Mhm. League of Legends und Risen zurzeit und das halt ganz gut hin, ne? Mhm.